Du möchtest singen lernen, deine Emotionen mit deiner Stimme ausdrücken? Jeder Mensch kann und soll singen lernen. Durch Gesang wird unser Leben aufgehellt. Wir spüren Freude, Geborgenheit, Freiheit vom Herzen und können uns die Sorgen von der Seele singen. Es ist einfach befreiend und schön. Der Beruf als Stimmbildnerin ist faszinierend. Ich kann hören, was in Menschen für stimmliches Potenzial steckt und begleite sie beim Aufblühen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mitzuerleben, wie Stimmen befreit werden und zu sich finden. Auf einmal klingt der Ton voller, leichter, klarer. Meine Schüler und Schülerinnen können mühelos höher und tiefer singen und erleben es als unglaubliches Glücksgefühl. Das ganze Leben wird reicher durch Singen. Habe ich Talent? Fragen mich so viele. Bin ich musikalisch? Da antworte ich immer, es gibt Tools für Musikalität. Wenn du Musik empfinden kannst, dann kannst du auch lernen, musikalisch zu singen. Durch Musik kannst du alles ausdrücken. Enthusiasmus, Wut, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Genuss. Es geht darum, echte Gefühle, Natürlichkeit, dein wahres Ich durch den Gesang zu transportieren, es in Dynamik, in Klangfarbe zu übersetzen. Um das zu erreichen, musst du es schaffen, deine Stimme zu einem Instrument zu machen. Und das mit Freude und Motivation. Dabei musst du dich nicht verbiegen, niemanden nachahmen. Du entscheidest, wie du interpretieren willst. Du weißt, wie du deine Lieblingsstücke empfindest, ganz egal welches Genre. Setze dir selbst dein Ziel. Was möchtest du stimmlich erreichen? Von wo auch immer aus du beginnst, von Anfang an oder schon fortgeschritten. Hast du Lust, es zu probieren? Dann trage dich jetzt in meinem kostenlosen Newsletter ein und ich schicke dir dein gratis Gesangsvideo-Tutorial zu und du kannst beginnen. Dafür einfach unter diesem Video Vornamen, E-Mail-Adresse eingeben und auf den Button klicken. Gehe heute deinen ersten Schritt und ich freue mich, dich gleich wiederzusehen. Ich bin Susanna Proskura und begrüße dich herzlich bei Stimmbildung Online.